Moin zusammen, der Wieme hier mit dem ersten Video auf Deutsch auf diesem Kanal und heute will ich euch deutschen Nutzern mal Revoke.cash vorstellen. Wichtig gleich zu Beginn, immer auf Revoke.cash gehen, auf keine Fake-Seiten reinfallen. Und was macht Revoke.cash überhaupt? Ihr könnt auf Revoke.cash überprüfen, welche Genehmigungen ihr mit eurer Wallet erteilt habt. Vor allem sind das Set Approval for Alls, also wem ihr Vollzugriff auf eure Collections erteilt habt. Wie machen wir das Ganze? Wir posten einfach unsere ETH-Adresse oder INS-Adresse hier oben in die Bar rein. Und dann ist es ganz wichtig, dass ihr immer die Haken bei Include Unverified Tokens und Include Zero Balances setzt, sonst seht ihr nicht alles. Das hier sind jetzt die ERC20 Tokens in dieser Wallet. Hier seht ihr schon, dass Wrapped Ether eine Unlimited Allowance, also eine unbegrenzte Freigabe für den alten OpenSea-Vertrag hat. Und die LuxRare Token für eine Wallet-Adresse. Wenn wir diese hier anklicken, dann sehen wir hier oben, dass es die LuxRare Fee-Sharing-Adresse ist. Also das ist okay, auch wenn es nicht namentlich angezeigt wird. Switchen wir den Schalter jetzt auf NFTs. Hier ist es ebenfalls wieder wichtig, Include Zero Balances den Haken reinzumachen, sonst sieht man nicht alles. Dann sehen wir jetzt, dass diese Wallet Allowances hat für den alten OpenSea-Vertrag, für LuxRare, für den neuen OpenSea-Vertrag und nochmal für LuxRare. Auf Revoke könnt ihr immer unterscheiden, welcher Vertrag es ist, wenn ihr einfach den Link anklickt, OpenSea angeklickt, dann landet ihr bei dem Conduit-Vertrag, das ist das Seaport-Protokoll, das aktuelle. Und OpenSea Old angeklickt, dann landet ihr auf dem Ownable Delegate-Proxy, das ist der alte Wyvern-Vertrag. Schauen wir uns jetzt nochmal eine Wallet an, wo Allowances drin sind, die nicht hätten gegeben werden sollen. Wenn wir einfach runterscrollen, dann seht ihr jetzt, dass hier diese 0C279 insgesamt viermal auftaucht und das ist immer schon eine ganz große Red Flag. Es sei denn, das wäre ein offizieller Marktplatz, was es aber nicht ist. Wenn wir diese Wallet einfach anklicken, dann seht ihr hier schon, dass es irgendwie nichts Verifiziertes ist und das ist schon sehr, sehr seltsam. Sprich, diese Allowances müsstet ihr so schnell es geht removen. Wie macht ihr das nun? Dazu klickt ihr einfach auf Connect Wallet, dann seid ihr mit eurer Wallet verbunden. Und wenn ihr jetzt eine gewisse Genehmigung entfernen wollt, dann klickt ihr zum Beispiel hier bei OpenSea Old auf Revoke. Dann steht es hier schon als Warnung, dass wir Revoking Permissions machen, also wir entziehen die Genehmigung und dann kann der Vertrag nicht mehr darauf zugreifen. Und hier unten steht es auch nochmal drin, Function Set Approval for All, die wird auf Parameter False gesetzt, also ist dann nicht mehr aktiv. Das Ganze müsstet ihr dann confirmen, ich habe jetzt hier kein ETH in der Wallet, aber das würde dann so funktionieren und dann wäre die Berechtigung wieder genullt.